Hallihallo, liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Heute aus dem Studio Mannheim zu dem Thema Die Anfänge des Libor-Skandals. Libor ist der durchschnittliche Zinssatz für Interbankgeschäfte, der täglich in London neu festgelegt wird. Wenn man nun zu den Anfängen des Libor-Skandals und damit zum größten Betrugsfall in der Geschichte der Finanzmärkte gelangen will, stößt man zum einen auf ein Papier, das Alan Greenspan, Vorsitzender der Federal Reserve Bank von 1987 bis 2006 und Bilderberger, bereits 1984 als Direktor bei JP Morgan unter dem Titel Rethinking Glass-Steagall, das meint Glass-Steagall überdenken, verfasst hat. Zum anderen stößt man besonders auf die Rolle, die Greenspan und zuvor Paul Walker bei dem Versuch gespielt haben, die Regulierung der Finanzmärkte Stück für Stück zu eliminieren, was schließlich zur Aufhebung von Glass-Steagall 1999 und der vollständigen Deregulierung der Märkte führte. Die Manipulation der Zinssätze wie des Libor, der 1986 eingeführt wurde, und wahrscheinlich auch des Euribor und des japanischen Tibor, war von Anfang an ungestört von jeder Bankenaufsicht. Es muss Gegenstand umfassender Untersuchung sein, wie es zu diesem Betrug kommen konnte, bei dem es Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Geschädigten gibt. Liebe Zuschauer, helfen Sie uns, dies zu verbreiten. Informieren Sie Ihre Freunde, Verwandte und Bekannte und geben Sie diesen Link an alle wahrheitsliebenden Menschen weiter. New York soll Vertrauen in Libor zurückgewinnen. So lautete heute Morgen die Schlagzeile in den 8-Uhr-Nachrichten auf SRF1. Damit ist der zweite Punkt auf dem 10-Punkte-Plan der britischen Finanzmarktaufsicht abgehakt. Sie fordert dort, dass das Vertrauen in den Libor zurückgewonnen werden soll. Der Libor ist der Zinssatz, zu dem sich Banken gegenseitig Geld leihen. Deshalb gilt er als der weltweit wichtigste Zinssatz. Der Interbankenzins-Libor wird täglich in London ermittelt und zeigt an, zu welchen Konditionen sich Banken untereinander Geld leihen. Er basiert auf Angaben von 13 Großbanken und dient als Referenz für Kredite und weitere Finanztransaktionen von Wertpapieren in einem Volumen von 360 Billionen Dollar. Als nun vor einem Jahr aufflog, dass ihn mehrere Banken verschwörerisch manipuliert und sich massiv bereichert hatten, geriet der Libor in Verruf. Als vertrauensbildende Maßnahme soll er künftig ausgerechnet von der New York Stock Exchange Euronext, welche auch die New Yorker Börse betreibt, berechnet und administriert werden und nicht mehr von der britischen Bankiervereinigung. Der Finanzplatz London übergibt also das Zepter an die Wall Street zum Symbolpreis von 1 Pfund Sterling. Sie soll künftig den wichtigsten Zinssatz berechnen. Das ist aber nur eine von mehreren Maßnahmen, um das Vertrauen in den Libor wiederherzustellen. Die Auslagerung der Libor-Berechnung sei ein wichtiger Schritt auf diesem Weg, so Manuel Ammann, Professor für Finanzen an der Universität St. Gallen. Die englische Bankiervereinigung genießt das Vertrauen nicht mehr. Deshalb braucht es einen Neubeginn mit einer neuen Institution, die diese Berechnungen durchführt. Und diese neue Institution ist die New Yorker Börse, die New York Stock Exchange Euronext. Weitere Maßnahmen sind geplant. Die New Yorker Börse muss nun auch noch die verbliebenen Punkte auf der Checkliste umsetzen. Besonders wichtig sei zum Beispiel, dass die Grundlage für die Libor-Berechnung angepasst werde, betont Anmon gegenüber SRF. Es sei wichtig, dass dazu nicht nur hypothetische Eingaben von Banken benutzt würden. Die Eingaben müssten auf tatsächlich gehandelten Werten beruhen. Auf Zinsen also, die Banken auf realen Krediten bezahlen und erhalten. Das soll künftig die Basis für die Libor sein. Doch es regt sich bereits Widerstand. Das ist weit weg von einem Ideal,
So wird Bud Chilton von dem Wall Street Journal zitiert. Bud Chilton, Direktionsmitglied der US-Handelsaufsicht für Commodity Futures. Wo immer ein Profitmotiv involviert ist, bin ich sehr misstrauisch. Es wäre das erste Mal, wenn Wall Street einen Geschäftszweig übernimmt, ohne handfeste wirtschaftliche Interesse. So weiter. Man darf gespannt sein, ob man nicht diese Übergabe an die Wall Street nicht den Bock zum Gärtner macht und vom Regen in die Traufe fällt. Ist es doch in unser aller Bewusstsein, dass ausgerechnet die Wall Street die Finanzkrise, die bis heute andauert und uns medial tagtäglich begegnet, verursachte. Und mit Grauen erinnern wir uns zurück, dass Börsenguru Bernie Madoff, der größte Hedgefondsbetrüger aller Zeiten, nicht nur von der Wall Street in den Himmel gelobt wurde, sondern auch noch einer der Aufsichtsdirektoren war, der die andere New Yorker Börse, die Nasdaq, beaufsichtigte. Wem kann man hier Vertrauen schenken? Ist das ganze Weltfinanzsystem ein riesiger Madoff-Schwindel? Mit dem Libor-Skandal lässt sich jetzt auch die wahre Größe des Betruges etwa erahnen. Bernard Madoffs ergaunerte 50 Milliarden sind im Vergleich geradezu Peanuts. Wichtige Teile des transatlantischen Establishments haben sich jetzt für die Wiedereinführung des Glass-Steagall-Standards ausgesprochen und gleichzeitig ist die Kriegsgefahr enorm angestiegen, weil es eben auch die Kräfte gibt, die lieber einen Weltkrieg beginnen, als die geordnete Reorganisation des Systems zuzulassen. LIBOR steht für London Interbank Offered Rate, also die Zinsrate, zu der sich Banken gegenseitig Geld leihen. Erst mit der Deregulierung des Finanzsystems, dem Londoner Big Bang von 1986, waren diese täglichen Absprachen überhaupt erst möglich geworden. Handelbare Wertpapiere, sogenannte Securities und vor allem Derivate hängen von diesen Zinsraten, dem LIBOR, dem Euribor, dem TIBOR etc. ab. Und deren Umfang beträgt schätzungsweise 450 Billionen Dollar. Im Zusammenhang mit der Manipulation dieser LIBOR-Zinsraten untersucht, werden Barclays, Lloyds, HSBC, also die Hong Kong Shanghai Banking Corporation, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, die Schweizer UBS, Deutsche Bank, Rabobank, Dexia, Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Royal Bank of Canada und Mitsubishi Bank. Le Monde Diplomatique schrieb dazu am 13. Juli: Kann es eine größere Verschwörung geben? 20 der größten privaten Banken der Welt sollen sich von 2005 bis 2009 zusammengetan haben, um das internationale Zinsgefüge zu ihren Gunsten manipuliert zu haben. Durch koordinierte falsche Angaben gegenüber der britischen Bankenvereinigung wurde der sogenannte LIBOR-Zins im Eigeninteresse höher oder tiefer gedrückt. Auf gut Deutsch heißt das, die betreffenden Banken haben dadurch bei der Vergabe von Krediten, bei sogenannten Kreditswaps und anderen exotischen Geschäften riesige Gewinne gemacht. In vielen Fällen sind Städte und Gemeinden betroffen, die teilweise bis zu 50 Mal so hohe Zinsen für ihre Kredite bezahlen wie die Bank selbst. Hier mal eine vorsichtige Abschätzung. Im Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg hieß es: Angenommen, der LIBOR wurde über ein Jahr hinweg durchschnittlich um 0,1 Prozentpunkte geringer berechnet als angegeben. Dann würde sich bei 300 Billionen Dollar an ausstehenden Zinsswap-Verträgen im Jahr 2008 die Diskrepanz auf 300 Milliarden Dollar addieren. Der ehemalige Arbeitsminister von Präsident Clinton, Robert Reich, nannte das einen Betrug kosmischen Ausmaßes. Billionen von Dollar, die man normalerweise bekommen oder bei der Kreditaufnahme gespart hätte, gingen stattdessen an die Banker. All die Missbräuche, die Amerikaner in den letzten Jahren erleben mussten, räuberische Kreditvergabepraktiken, Betrug, übertrieben riskanter Umgang mit Spareinlagen und das kuschelige Verhältnis mit den Ratingagenturen sind vergleichsweise Kinderkram. Die Folgen dieser Praxis werden aber erst klar, wenn man sieht, dass unzähligen Städten und Gemeinden in den USA und hier in Europa die Mittel zur Erhaltung lebenswichtiger Einrichtungen fehlen. Etwa für Polizei und Feuerwehr, für soziale Dienste, Kindergärten, Straßenbau und so weiter. Wie viele Menschenleben diese erzwungene Sparpolitik bereits gekostet hat, lässt sich schwer abschätzen.
Aber dass solche Sparmaßnahmen letztlich Menschenleben kosten, steht absolut außer Frage. Hinzu kommt, Großbanken wie HSBC, die genannte Hong Kong Shanghai Banking Corporation und andere, sind in Drogengeldwäsche involviert. Antonio Maria Costa leitete bis vor kurzem das UN-Büro zur Bekämpfung von Rauschgifthandel und organisiertem Verbrechen. Er hat seit 2008 wiederholt öffentlich betont, dass das internationale Finanzsystem in den letzten Jahren nur mit Hilfe des massiven Zuflusses illegaler Gelder aus dem Drogengeschäft durch Geldwäscheoperationen überhaupt überlebt hat. Der Londoner Guardian vom 21. Juli zitierte Costa nun, die vier Pfeiler des internationalen Bankensystems seien Wäsche von Drogengeld, Umgehung von Sanktionen, Steuerhinterziehungen und Waffenhandel. Helga Zeppler-Rusch schloss daraus in ihrem letzten Artikel, die Quintessenz angesichts der dunklen Seite eines offensichtlich durch und durch kriminellen Finanzsektors, dem offensichtlich im Großen und Ganzen jegliches Rechtsgefühl abhanden gekommen ist, muss die sofortige Verwirklichung des Trennbankensystems als erster unerlässlicher Schritt sein. Damit wird auch die Macht der imperialen Fraktion beschnitten, die auf militärische Konfrontation mit Russland und China setzt. Unter diesen Umständen den permanenten Rettungsfonds ESM und damit einen rechtsfreien Raum zu schaffen, dessen gesamte Mitarbeiter vom Direktorat bis zum letzten Angestellten auf Lebenszeit Immunität genießen, ohne Bankenaufsicht auf den primären und sekundären Märkten spekulieren dürfen und den Parlamenten keine Rechenschaft schuldig sind, wäre die willentliche Selbstaufgabe der Nationen und die Einladung an die Mafias dieser Welt auf goldumrandetem Büttenpapier. All European imperialism. Der gesamte europäische Imperialismus, einschließlich des heutigen britischen Imperialismus, beruht nicht auf Landmassen, er beruht auf einer internationalen Organisation zur Kontrolle des Geldes. Dieses Geld wird also von privaten Interessen kontrolliert, von Individuen, die private Interessengruppen bilden, die die Kontrolle über das Geld errichten, ebenso über seine Erzeugung und seine Verwaltung. Und die Nationalstaaten sind dieser internationalen Kontrolle des Geldes unterworfen. Das britische Imperium, das sich aus diesem Prozess entwickelte, ist nichts anderes. Es ist nicht das Imperium des Volks des Vereinigten Königreichs. Es ist das Imperium eines internationalen Konsortiums, dessen Kontrolle über das Geld genutzt wird, um die Nationen zu beherrschen. Der einzige Fall, in dem das nicht gelang, war die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Tatsächlich entstanden die Vereinigten Staaten schon ab dem 17. Jahrhundert. Zunächst durch die Kolonisierung Neuenglands, durch die Plymouth Colony und dann die Massachusetts Bay Colony. Das war der Grundstein, der Kern dessen, was später die Vereinigten Staaten wurden. Diese Leute kamen zuerst auf der Mayflower oder in die Massachusetts Bay Colony. Sie kamen aus den verschiedensten Teilen Europas, nicht nur aus dem englischsprachigen, um das Beste der Zivilisation über den Ozean in diese neuen Territorien zu bringen, um neue Völker zu treffen, um eine Zivilisation zu schaffen, die frei wäre von den kolonialistischen und imperialistischen Übeln Europas. Und das begann in Massachusetts, in dieser Form. Das war der Anfang eines anderen, alternativen Finanzsystems, das man ein Kreditsystem nannte, das Mitte des 17. Jahrhunderts in Massachusetts geschaffen wurde durch ein System von Bezugsscheinen. Das wurde später von Benjamin Franklin als Papiergeldsystem bezeichnet und es ist das Charakteristikum der amerikanischen Verfassung. Die Verfassung der USA lässt kein monetäres System zu, insbesondere nicht das System der Federal Reserve, die von Anfang an ein Akt des Verrats gegen die USA war. Sie zerstörte uns als Kreditsystem und machte uns zu Untertanen eines internationalen monetären Systems anstelle eines Kreditsystems. Unsere Verfassung schreibt bis heute vor, und das ist wesentlich für uns hier und heute, das zu berücksichtigen. Unsere Verfassung schreibt vor, dass wir kein monetäres System sind und dass wir keinem monetären System unterworfen sind. Wir sind ein Kreditsystem, wie es unsere Verfassung definiert und wie es die Geschichte definiert, die dieser Verfassung zugrunde liegt. Die einzige Autorisierung, Geld in Umlauf zu setzen, in den Vereinigten Staaten oder jeder anderen respektablen Nation, ist ein Akt des Staates.
und nicht, dass der Staat sich an irgendeinen internationalen privaten monetären Komplex wendet, bei dem er sich dann verschuldet. Die Ausgabe dieser Schulden ist entscheidend. Unsere Schulden beruhen auf unserem Willen und sie sind Schulden bei uns selbst oder durch Verträge mit anderen Ländern, Abkommen zwischen Nationen. Und das ist das Prinzip, das wir anwenden müssen, wenn wir jetzt unsere Zivilisation retten wollen. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo das monetäre System oder das monetaristische System, das auf den internationalen Finanzinteressen beruht, nicht auf Nationalstaaten, internationalen Finanzinteressen, was man auch Freihandel nennt. Was bedeutet Freihandel? Es bedeutet frei von Beaufsichtigung durch Regierungen. Es bedeutet frei von jeder Aufsicht durch Regierungen. Es bedeutet eine Weltregierung privater Finanzinteressen, die als Konsortium monetärer Interessen arbeiten. Und darum ist es immer gegangen. Das war die Frage beim Tod Roosevelts. Am 12. April 1945 arbeiteten die Vereinigten Staaten unter einem Kreditsystem. Bis zum 12. April 1945 war es die amerikanische Politik für die Nachkriegszeit unter Roosevelt, ein weltweites Kreditsystem zu schaffen, kein monetäres System. Die USA wollten mit anderen Nationen durch Verträge ein internationales Kreditsystem schaffen und die Macht, die wir für die militärische Produktion mobilisiert hatten, diese Macht der Vereinigten Staaten nutzen, um Güter zu produzieren, die dann der Motor zur Befreiung der Völker vom Kolonialismus, zur Befreiung von der Unterdrückung sein sollten und Europa auf der Grundlage eines internationalen Kreditsystems neu zu organisieren. Das war die Absicht, die ausdrückliche Absicht von Franklin Roosevelt bei der berühmten Bretton Woods-Konferenz. Er hatte Keynes zurückgewiesen, angegriffen und abgelehnt. Wir wussten, dass das britische imperiale System von Keynes war und dass die Vereinigten Staaten und die Völker der Welt befreit werden mussten, ein für allemal, von den monetären Systemen. Und dass die Macht eines Systems souveräner Nationalstaaten existieren musste, um mit den jeweiligen Kreditsystemen eine partnerschaftliche Kooperation zu schaffen. Das war Roosevelts Absicht. Aber am Tag von Roosevelts Tod und sein Nachfolger, Harry S. Truman, ohne Mittelnamen, nur ein S-Mann, Truman übernahm die Macht und kroch vor Churchill. Und seitdem haben wir so ziemlich alles falsch gemacht. Es gab natürlich Patrioten, die manchmal zaghafte Schritte machten und versuchten, den Einfluss der Vereinigten Staaten wiederherzustellen, trotz des internationalen monetaristischen Systems. Aber dieses System macht die Vereinigten Staaten und andere Nationen zu Opfern internationaler privater Interessen, nicht Regierungen, und der Herrschaft internationaler privater Bankinteressen über die Idee des Geldes, keine Regierungen. Während unter dem amerikanischen System nur ein souveräner Nationalstaat und eine Partnerschaft zwischen solchen souveränen Nationalstaaten eine solche Macht haben sollte. Unser Fleisch ist sterblich, aber unser Geist ist unsterblich. Es ist wahr, dass wir alle eines Tages sterben werden. Aber werden wir im Elend umkommen, wie diese zusammengebrochenen Gesellschaften? Oder wird unser Tod ein Triumph sein für diejenigen, die nach uns leben? Sie haben die Wahl. Und wenn Sie die richtige Entscheidung treffen, dann werden vielleicht unsere heutige Zivilisation und diejenigen der Zukunft eine Chance haben, in einer ästhetischen Welt zu leben. Einer Welt, in der die Bedeutung unserer Existenz in der Förderung und Pflege der inneren Schönheit des Menschen liegt. Wo wir uns selbst nicht als Bestien, sondern als Geschöpfe der Vernunft betrachten, die mit göttlichem Geist begabt sind, wie es unser Schöpfer beabsichtigte. Wenn Sie zum Verteidiger der Gerechtigkeit werden und wenn Sie das Mitgefühl zu Ihrem teuersten Freund machen und die Wahrheit zu Ihrem Bruder. Ein Sieg ist nicht garantiert, aber garantiert ist, dass die Menschheit in das finsterste aller finsteren Zeitalter stürzen wird, die Geschichte je gekannt hat,
wenn es uns nicht gelingt, den jetzigen Kurs zu ändern. Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Analyse aus dem Jahre 1983, entnommen aus dem Gelben Forum. Es ist bemerkenswert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, vor 25 Jahren in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk, Der bedrohte Frieden, 1983 Hansa Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus und wurde dafür ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. Erstens. Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. Zweitens. Die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. Drittens. Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen. Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Viertens. Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. Fünftens. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Sechstens. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Siebtens. Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Achtens. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Neuntens. Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus. Zehntens. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, andernfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotenzial. Elftens. Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt zu dienen, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen. Zwölftens. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. Das System, welches für diese Menschen verantwortlich ist, heißt unkontrollierter Kapitalismus. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte vor 25 Jahren, dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde und die Dinge somit ihren Lauf nehmen. Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie folgt. Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er im blinden Zorn alles kurz und klein. Auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte.